Paul Carrick, happy to see you again. Und das gilt auch für meinen nächsten Gast, liebe Zuschauer. Sie ist meine absolute Lieblingsschauspielerin. Oh. Herzlich willkommen, Katharina Jakob. Hallo. Hi. Hallo. Katharina ist die Dünne neben dem ganz Fetten in der Bulle von Tölz. Wenn ich eine Serie im Fernsehen nicht verpasse, dann ist es das. Nein, das ist, stimmt nicht ganz. Ich bin die Mollige gegen den ganz Fetten. Und deswegen wirklich dünn. An welcher Stelle willst du denn bitte mollig sein? Das zeige ich jetzt nicht. Okay. Katharina, warum ist diese Serie so erfolgreich? Ja, ich glaube, das liegt an der Konstellation dieser drei Personen. Die Ruth Rexel, der Ottfried und du, auch ich. Ja. Dann Tölz. Ich meine, Bayern spielt eine große Rolle. Wir gehen auch unter das Lerne Bayerisch im Schnellverfahren, weil die meisten verstehen Ottfried so fast gar nicht. Und ich bin dann die Simultanübersetzerin. So ist es, so in etwa. Du bist, das wissen die Zuschauer, die Tochter von Ellen Schwiers. Kam für dich denn jemals ein anderer Beruf in Frage, als Schauspielerin zu werden? Ich wollte das ehrlich gesagt nie werden. Ah. Aber ich war so beschissen in der Schule, dass mir nichts anderes übrig blieb. Warst du Schauspielschule und hast das ganze Programm gemacht? Nee. Learning by doing. Learning by das doing. Das sind die Besten. Naja. Doch. Doch, ich persönlich bedauere es ja sehr, dass man dich nicht viel, viel, viel öfter noch sieht im Fernsehen und im Kino. Das hat aber auch einen Grund, denn du lebst gar nicht in Deutschland, sondern du bist einem tabulosen, braungebrannten kanadischen Holzfäller verfallen. Der sieht alles andere aus wie ein Holzfäller. Ja, nein, ich bin einem Kanadier, Deutsch-Kanadier verfallen sozusagen. Und deswegen lebe ich also mehr oder weniger in Kanada. Du sagst aber ganz offen und ehrlich, Jugend-Kindheitsträumen sah der Traummann anders aus. Ja, der musste groß sein und mächtig und richtig so, nicht so viel wie Ottfried, aber doch schon mehr. Und jetzt habe ich exakt das Gegenteil. Bei der ersten Umarmung habe ich gedacht, ich falle so ins Nirvana. Oh. Da war gar nichts mehr. So, ja, nichts halt. Wie lange seid ihr schon zusammen? 5 Jahre jetzt. Nein. Ja. Aber ihr seid nicht verheiratet? Nein. Ist das der Tipp, warum die Beziehung so lange funktioniert? Nee, der ist noch verheiratet. Liebe ZDF-Zuschauer, auch das gibt es im Jahr 2004, dass junge, moderne Frauen Sex mit noch verheirateten Männern haben. Das sagt doch keiner. Ne, habt ihr ja nicht, ihr redet ja nur, schon klar, schon klar, schon klar. Ja, und ist das mal geplant, dass er sich von seiner Noch-Frau trennt oder ist es überhaupt gar kein Thema? Willst du seine Handynummer haben? Nee. Ich bin ja auch sehr interessiert an der Antwort. Also ich meine... Ach so, also das ist so ein bisschen, verstehe. Bin ich jetzt gerade in Fettnapf gelatscht? Nee, überhaupt nicht. Ist aber mehr oder weniger so ein Tabuthema. Ah, okay. Ich bin so durch alle Phasen gegangen. Ja? Wut, Trauer. Und jetzt denke ich mir, naja, ist okay. Ja, so sind wir Frauen. Ja, nicht? Ja, wir halten sowas aus. Männer verzweifeln da, wir Frauen halten da einfach durch. Du hast eine relativ erwachsene Tochter schon? Relativ ist gut, die wird jetzt 23. Naja, okay. Die ist im gebärfähigen Alter. Was machen die? Die ist ja auch in Kanada. Die ist auch in Kanada und studiert da etwas, was ich nicht kenne, aber ich bezahle dafür. Das nennt sich Broadcasting Media. Ah, also irgendwas mit Fernsehen oder Film? Sollte so, so sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht ganz übersetzen. Sie behauptet, es sei ernstzunehmender Journalismus. Ah ja, da muss man dem Kind auch glauben. Ja. Hat sie einen Freund? Ja. Okay. Wir sind für Völkerverständigung. Ja. Aber du bist noch nicht auf dem Weg zur Oma. Hoffentlich nicht. Du, der wird jetzt Weltstar. Ich hätte gar nichts dagegen. Der Roger Cross ist es. Das ist ein Schauspieler, der sehr viel macht. Und der hat jetzt eine Hauptrolle sich ergattert in dieser Serie 24 mit Kiefer Sutherland. Ja. Da habe ich zu ihr gesagt, mach was du willst, nur halt ihn in der Familie. Wir schaffen es nicht, einen Weltstar selbst zu zeugen. Also müssen wir welchen von außen nehmen. Ja? Es ist mir auch ganz egal, wie er ausschaut. Lass uns noch ein Wort dazu sagen, dass du, die Tochter kann es nicht sehen, die Mutter redet sich gerade um Kopf und Kragen. Ja? Die sitzt in Kanada. Du machst Kabarett demnächst, da freue ich mich drauf. Ja, nächstes Jahr gehe ich nochmal mit meinem Programm, ist ja schon ein bisschen abgespielt, aber die Leute wollen es immer noch sehen. Ab 5. Februar geht es wieder los, Mysterien der Liebe oder das unheimliche Phänomen des Testosterons. Oh. Das ist das Einzige, das ist das, was ich Männer weiß. Zu Alpha-Rüden macht, ja. Ja. Ja, ja.
Gut, Katharina, du bleibst bei mir, denn du beweist uns, wie fit du bist. Wir fahren zusammen, das heißt, ich darf am Rand stehen und du und Astrid Funk zusammen, ihr fahrt mit einem Kickboard. Das sind diese New Economy Roller. Die kennen wir alle noch. New Economy ist ja Gott sei Dank vorbei, aber die Roller gibt es noch. So, Hindernisparcours, Deutschland bewegt sich, können wir ja mal machen. Einverstanden? Gehst du aus dem Weg? Nee. Pech. Ich bin der Fußgänger in der Fußgängerzone. Du musst mich umfahren. Das kriegen wir schon umfahren. Hin. Oder umfahren. Umfahren. Nee, umfahren. Einen dicken Applaus für Katharina Jakob. Dankeschön. Zuschauer, jetzt ist es soweit. Deutschland bewegt sich mit unserer Gesundheitsbeauftragten der Barmer Ersatzkasse, Astrid Funken, und hallo, mit Katharina, die tabulose Jakob. Also, ihr beide geht schon so, bitte mal zum Start, und die Astrid erklärt uns dabei, was, Astrid, warum ist Kickboardfahren eigentlich gesund? Kickboardfahren stärkt unheimlich die Beinmuskulatur. Ja. Außerdem kommt der Kreislauf gut in Schwung. Und Deutschland bewegt sich, will ja die Menschen zu mehr Sport bringen. Letztendlich ist es egal, was wir machen. Hauptsache, wir bewegen uns und haben Spaß dabei. Genau, das siehst du auch so, gell, Katharina? Hauptsache, bewegen. Jetzt haben wir hier, stell dich mal bitte hier hin, alles klar, auf die schwarzen Flecken, lebende, ja, wie sagt man, Hindernisse in der Fußgängerzone aufgebaut. Warte mal, Holger. Genau, so ist der Kurs. Links herum, rechts herum, links herum, große Wände, links herum, rechts herum, und ich, die gelbe Mutter der Nation, bin das Ziel. So, jetzt Achtung, die beiden Mädels, ganz großes Fernsehen. Auf die Plätze, achten Sie auf Katharina Jakob. Fertig, los! So. Wobei, hier müssen ja zwei stehen, Katharina ist ja dicke Männer gewöhnt. Über die Füße. Nicht so wild, Katharina. Und im Slalom wieder zurück. Voila, meine Damen, bravo. Komm zu mir. Ich hab mich geschissen. Ich auch nicht. Danke, Astrid. Nein, ich meine, ich hab geschissen. Was machst du? Es ist okay im Fernsehgarten. Ich bin schon auch abgestiegen. Eine Schauspielerin wünscht man, glaube ich, toi, 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 und spuckt über die Schulter. Toi, toi, toi. Danke für den Besuch im Fernsehgarten. Danke euch. Ein Applaus für Katharina und für Astrid. Tschüss. Das ist eine Steigerung der Fitness, ja? Wenn Sie sich darüber